Liebe. Mundspülung ist auch broke nach dem Zähneputzen. Ich dachte, Mundspülung ist richtig toll. Mundspülung tötet doch die natürlichen Bakterien und bringt uns einfach nur richtig negativ. Also Mundspülung ist doch einfach nur einfach scheiße. Soweit ich weiß. Mundspülung ist Meta. Mundspülung sollte man nicht jeden Tag verwenden. Anyway, back to business. Damwon Kia Blueside gewählt. Six ist erneut offen geblieben. Ich war bereits gewillt, dagegen zu spielen. Vor allem wegen des Barpicks, würde ich vermuten. Denn der Barpick ist so ein wilder Counter zu Six. Weil er seine Ult komplett entkräftet. Six kann hier wirklich die Backline krass ulten, wenn Bart seine Ult halt entgegen benutzt. Und wenn Bart in naher Reichweite steht, kann das genau mit der Ult immer beantworten. Ziemlich cool. Aber hat ja auch generell ganz geil gegen ja sowas wie Herald wegen krassem Turret-Push. Six kann dann ganz ähnlich funktionieren. Ja, kriegt so Herald, will reinchargen, Bart dann alles mit Ult. Save Turrets für eine Weile. Ja, Bart-Pick generell hat mir letzte Runde ziemlich gut gefallen, auch in Kombination mit Nocturne. Jetzt hier gehen wir für die Corki-Rotation. Faker ist bei weitem bester AD Midlaner. Also eine richtig schöne Standard-Draft mit Corki, Maokai, 10th Pick Top-Lane. Und wahrscheinlich Support auf der 3 mit 2 Bans. Oder aber wieder mit Forge auf der 3. Damit wir einen Counterpick gegen Six haben, also Double AD Carry Maokai ist eine sehr, sehr Standard-Draft, die Sinn ergibt. Hey, deine Somas, wie nett, dass du anwesend bist, liebe Bro. 4 lieben Thanks. Leute, ist ja wirklich ein Gespräch über Zahnseide, ja, warum nicht? Zahnseide ist wichtig. Hygiene ist wichtig. Na klar. Hey, deine Tizian, Finanfinanz hat man bekommen. Danke dir. Wer ist schon für What's qualifiziert bei Korea? Genji und Hanwha Live. Sind bereits qualifiziert. T1 oder Damwon werden heute folgen. So, jetzt hier Miss Fortune bitte. Würde sehr viel Sinn ergeben im Vergleich zur letzten Runde. Ich finde auch richtig sexy, Chat. Ivan Maokai wurden beide auf 14-18 genervt. Das sind sonst die beiden besten Jungler für World. Ich denke mal, wenn Ivan Maokai beide genervt werden, aber Sejuani nicht genervt wurde, werden wir auch viel Sejuani bei World sehen. Denn im Gegensatz zu Ivan Maokai macht Sejuani auch sehr viel physischen Schaden. Und ca. 60% ihres Damage-Outputs sind physisch. Und warte, warum der Jax blind? Verstehe ich überhaupt gar nicht den Jax blind Pick. Also wirklich, es ist riesige Überraschung, dass wir nicht Zeus 10th Pick geben. Der einzige Weg, wie es Sinn ergibt, ist 4-5 Caitlyn Lux. Right? Jax flex, aber mit wem denn flexen? Mit einer Senna Draft oder wie? Jungle Flex Pick, aber Maokai geht. Wenn Maokai Support spielt, ist der Charakter so viel schlechter als im Jungle. Das ergibt nicht wirklich Sinn, Bro. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Also, dem Maokai zu flexen und Jax zu flexen, ergibt keinen Sinn. Ich kann nur an Caitlyn Lux denken, damit das Sinn ergibt. The next best option into the Ziggs, I suppose. The Leona going to be taken away as well. The one thing that worries me. So, muss kurz einen Capture lösen. Oh, ich bin in der Warteschlange. Ich bin Platz 482. Just by the fact that AD carries are being banned and so far for T1. Okay, it's strong. Did they ban Senna? Du hast einen Platz in der Warteschlange. Also, sobald du in der Reihe bist, leiten wir dich zur Ticketauswahl weiter. Okay, strong. Leute, ich bin gar nicht schlecht dabei dann, oder? Platz 482, we take those. Einmal kurz den Browser hier so machen. Peng. Peng. There we go. Ey, deine Cable Ghost. Wen davon jetzt hat man, Liebe? Danke, mein Dude. Ja, warst du auch ein Vorverkaufscode? Ja, hab ich. Warte, ich muss ihn kurz kopieren. Hier, da ist er. Oh, ich bin schon Platz 302. Ich bin Platz 294. Strong. We're going up. So, ja, sorry. Guma 10th Pick. Okay, Nila, right? Wenn wir wirklich AD Carry 10th picken wollen mit der Draft, dann spielen wir Nila, I think. Aber es gefällt mir nicht. Ich hätte lieber High Range gespielt. Vielleicht spielen wir auch Kaiser. Vielleicht spielen wir nur noch Kaiser Corki. Oh, ich bin Platz 84. Es geht schnell gerade. Sorry, ich muss kurz gleich Tickets kaufen. We're going up. I like a whole lot less, particularly I think King and Scragus actually is really, really good. King also seems to hate it. 10th pick AD carry. Oh, warte, Karten kaufen. Yeah. Hä? Jetzt kommt einfach nochmal ein Timer, 48 Minuten. Wen willst du trollen? Not let the game get to him and try to remain calm throughout every game. Hä? Nautilus.
Wen willst du verarschen? What do you mean? Da ist fucking Capture gelöst, da steht Warteschlange drin und auf einmal da wieder ein Timer. What the fuck is this shit? Oh, mein Mente. Aber heißt, ich bin jetzt schon durch die Warteschlange durch und ich kann es gleich kaufen, oder was? Okay, gut. Erinnere mich um 12 Uhr nochmal, Chat. Hoffentlich hat es dann geklappt. Anyway, der Sivir Tenthpick. Lustig, dass wir in Game 1 darüber geredet haben, mein Twitcher, der gefragt hat, was ist mit Sivir? Ne, Sivir ist, wie gesagt, so ein Champion, der ganz an der Identität der Six. Sie kann Teleport spielen und sie ist trotzdem recht safe, weil sie hat quasi Cleans, ne, in Form von halt ihrem Spellshit dabei. Gegen sowas wie Norton, das ist ja auch Sivir sehr, 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 sehr geil. Trotzdem, 10th Pick Sivir, absolut weirder Pick. Ja, ich finde, Sivir ergibt hier nicht so viel Sinn, weil sie einfach die Frontline hitten muss. Six burstet die Backline. Sivir muss die Frontline hitten. Sie hat keine andere Wahl. Sie kann nur, dass sie das Feuer steht, angreifen. Also nicht ganz so geil, honestly. Und ja, die Six Draft wird als Early Game immer beschleunigen. Natürlich, Sivir hat absurd für Wave Clear und Stalled Games sehr, sehr lang und sehr, sehr gut. Aber, also dafür 10th Pick zu geben, ist einfach. Der Wert ist so defensiv, wisst ihr, was ich meine? Oder so der Wert von Sivir ist in der 40. 50. Minute aktiv. Und ich meine, das letzte Game ging in die 40. Und Guma hat beide Drakes gestealt. Also Guma, letztes Game low-key gecarried mit dem Mountain Drake und dem Elder Drake-Steal von seiner Miss Fortune. Das war ziemlich cracked, aber mal sehen, ob er das nochmal schaffen kann mit der Sivir. Ich meine, er hat eine Menge Charaktere zum Hitten. Daisy, Cassante, Nautilus. Die Ricochets werden schon durch die Backline durchflügeln. Und mal gucken, wie tank er dann werden darf. Extremely important for DK. We'll see though if T1 can put an end to their dreams or the beginning of them right here in game 2. As we're ready, let's hop on the rift for game number 2. Ah, du shit! Minimum 생산까지 30초였습니다. So, Chad, noch 2 Nexus für T1. Dann fliegen sie nach Europa, nach Berlin in meiner Heimatstadt. Und spielen ab dem 3. Oktober, denn sie sind ja bereits dann für die Hauptphase qualifiziert, wenn sie hier gewinnen sollten. Im Gegensatz zu dem 3. Platz aus Europa, muss der 3. Platz aus Korea nicht durch die Play-Ins durch. Denn der Gewinner von Worlds MSI hat einen Platz mehr und bessere Seedings für diese Plätze. Auch natürlich verdient, der amtierende Weltmeister sollte bitte dringend auch bei Worlds dabei sein. Macht das ganze Turnier einfach cooler, wenn T1 ihren Titel verteidigen könnte. Ich glaube auch generell in Worlds mit T1 immer geiler. Und wir sehen den Lane-Swap mit Sivir. Mit Teleport. Wie angesprochen, ne? Das haben wir jetzt schon viel geredet in den Playoffs. Du spielst am liebsten Champions, die Teleport matchen können gegen Six. Die Senna Drafts, die Seraphines, Kaiser Ezreal jetzt auch mal eine Sivir, der einfach nur versucht, Six zu counter. Die gesamte Meta evolved rund um Six gerade in Korea. Schon unter die gesamten Playoffs über. Auch um Smolder rum, eine Six-Smolder war so die beste Kombo, weil sie halt Early Game dominieren kann mit Six. Aber auch Stallen kann mit Smolder oder auch Stallen kann mit Six. Beide waren sehr für Wave Clear. Das heißt, dass wir das jetzt hier erneut präsentiert bekommen. Ein weiterer, neuer, kreativerer Counter-Pick mit Sivir gegen Six. Auf jeden Fall interessant. Ich bin nicht begeistert vom Pick, aber sie gibt natürlich Sinn. Teleport zu spielen, für Wave Clear zu haben, gut im Slip-Push zu sein, beziehungsweise im Lane-Swap zu sein. Nicht Slip-Push. Ergibt absolut Sinn. Aber dafür 10th Pick aufzuopfern, gefällt mir einfach deutlich weniger. Das heißt jetzt, der Plan ist natürlich ziemlich Standard. Mohan wird gleich resetten sollen, dann wird der Top Lane rennen. Er ist diesmal nicht Level 2 geworden, eigentlich sollte er hier im Recall in den Top Lane gehen. Top Lane Dive bahnt sich nämlich gleich sonst an. Aber scheinbar gelett King jetzt einfach raus, zonen, sonst sind 3 Mann gleich Top Lane. 6 könnte Top DPen und ihn retten, aber ihr seht, Mohan geht Base. Auf dieser gesteckten Wave möchte er seinem Top Lane eine Farm geben. Jetzt, wenn T1 diesen Bluff callen würde, Mohan cancelt den Recall, dann ist aber so ein bisschen ein Mindgame. Wenn Mohan jetzt Base, kann nämlich auch jemand von T1 einfach Botlane TPen, zum Beispiel Zeus und die ganze Wave farm. Jetzt am Ende des Tages wird es ein 4-Mann-Dive werden. Kingen ist Level 2 und er hat nur einen einzigen Teleport, den retten kann. Maokai macht gerade noch Blue Buff, um Level 3 zu werden. Ne, er skippt Blue Buff, er beginnt mit Level 2 Diven. 4-Mann-Top-Lane. Und wir brechen trotzdem ab. Das ist ein Desaster für uns. Holy shit, that's a goddamn Desaster. Ja, aber soweit wir Alvan gesehen haben, brechen wir den Dive ab, weil wir callen jetzt, okay, wir können Top Lane nicht diven, Alvan ist da, wir haben Level 1 Alistar, der hat nicht mal eine Combo ready. Level 2 Maokai, der hat auch nichts ready. Also DPen wir auch weg und farmen Botwave, so gut wie wir können. Und jetzt im Endeffekt Damon Kia mit einem riesigen Win auf Top Lane. King kriegt einfach deutlich mehr XP als Zeus gerade und der Teleport Advantage. Natürlich wird währenddessen auch 6 Botlane-Patten kriegen, weil es halt 6 ist und weil der Botturm 75% mehr Schaden nimmt als Topturm. Heißt Damon Kia hier Gewinner dieses initialen Lane-Swaps.
him, but it doesn't really look like they're gonna punish him at all. Yeah, actually, really good. Let's see what happens. Danke, der Tannis, yes, vielen Dank für 29. Danke an Crickmake, vielen Dank für den Support. Lucid adapts. And they don't get the dive on topside either. And T1 also had to... Ja, sehr, sehr stark. Nur dieses Metagame, das hat Six die ganzen Players überzwungen, haben wir jetzt schon sehr oft gesehen. Triple Teleport und du swaps dann halt mit deinem Teleport sehr, sehr aggressiv rein. Und am liebsten kriegst du halt einen deiner Tanks und einen Turm runtergesetzt. Und sobald ein Tank unter dem Turm ist, kann der nächste Charakter dazu TP'en. Und dann ist der Dive halt unmöglich. Deswegen wurde auch gerade eben King und Hopper nicht gedived. Noch im SI-Patch hätten wir gesehen, dass King immer gedived wird. Schön, das Einzel von Zeus. Oh, Combo, ist das der Play, though? Oder Turm? Das ist, glaube ich, nicht der Play. Ja, lieber rausjumpen. Na, also, das ist ja der Play, den wir den ganzen Playoffs übergesehen haben eigentlich, ne? King unter dem Turm drunter. Mit Gesante kann nicht gedived werden. Wenn er gedived wird, TP'd Six rein. Ivan ist auch drauf. Einmal ist es nicht 2 gegen 4, sondern 3 gegen 4. Das verliert dann Timon. Deswegen brechen sie den Dive selbst ab und TP in Botlane. Wenn man gewinnt, dann muss diese ganze Rotation, sie kriegen 2 Platten. Mehr XP und sie saven einen Teleport. Also schönes Makro-Game von beiden Seiten, aber Damon eben mit der Nasenspitze vorne. Da ist auch Play von Zeus. Holt er gerade so Level 4 vom Minion und jumpt raus. Sehr, 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 sehr strong. Hätte aber nie dazu kommen sollen, dass er überhaupt angreifbar wird. Das zackt ein bisschen. Jetzt TPen beide Botlaner auf dem Bottom drauf und haben dementsprechend Teleport aufgewendet. Und sind für Wave Flea gegangen. Gumoise muss erneut Satchel Charge flashen. Ja, jetzt also ein Level Defizit Top Lane, keine Summoner in der Top Lane. Der am meisten leiden wird hier ist Zeus. Anwesend. Dein ist Skyreas, vielen Dank für den 42. Liebe Bro, danke dir, mein Dude. Und jetzt natürlich die Frage, wie wird erneut gestoppt für Volkdrops? Wer immer Botlane als Priorität bekommt, gewinnt das Game quasi. Das Game entscheidet sich sehr, sehr, sehr durch diese Six Lanes. Schöner Cancel gegen Moam. Moam hat keinen Flash, aber Ivan ist gleich da. Der Schaden gegen ihn ist nicht überwältigend. Ivan Schild Nummer 1. Aber er wird sterben, right? Irgendwer Flash drauf. Bramble Smash First Blood, das ist wichtig. Gumo sie angriffen, aber Gumo ist bereits Level 5. Schon ein Double Knock-Up hier von Alistar. Jetzt Faker jumpt auf Lucid drauf und Gumo sie lebt noch. Das ist insane. Kiria. Oh mein Gott! Die Bombe war beinahe noch auf Guma drauf, dann wäre Guma auch noch gestorben. Das war sehr, sehr close. 1-2-1 war doch Botlane. Und ihr seht, wie wichtig diese Botlane ist, ne? Also es ist immer diese Six Drafts, diese ganzen Lane-Stops. Das gesamte Makro-Game entscheidet sich einfach nur durch Six. Und auch hier, beide Seiten wissen halt, wer immer Botlane-Priorität bekommt, kann für Worldcraft spielen. Wer immer für Worldcraft spielt, gewinnt quasi das gesamte Early-Game. Und ehrlich gesagt, das ist gerade wieder besser für Dammon. Dadurch, dass sie zuerst gestorben sind, haben wir zwar First Blood bekommen, das ist gut, aber sie sind zuerst tot, dann sind sie zuerst auf der Karte. Guckt ihr auf Moham, der ist bereits jetzt bei unseren Raptoren. Heißt, er kriegt hier erneut wieder Priorität als erstes für Shoei, Makey, Vision. Und damit kann man Volkrop sogar eigentlich jetzt direkt starten, wenn man möchte. Damon Kia hat die Priorität und gehen noch dafür. Wellplayed Damon erneut. Faker, könnt ihr Recon auf Mitte drauf tp'en, aber ich glaube, wir sollten Volkrops geben und für Drachen spielen. Wer zuerst stirbt, ist halt eben im Nachteil. Sterben ist schlecht, es ist gut in League of Legends. Wenn du im Early Game stirbst, Tempo bekommst, ist das fantastisch. Das wurde gerade Damon Kia halt ermöglicht. Von daher traden wir jetzt hier den Drachen für Volkjobs. Hoffentlich kriegen wir den Drachen. Damon könnte theoretisch dann noch mehr kriegen. Wenn sie Topline belagern wollen, dürfen sie das. Aber ja, geiles Makro, ne? Geiles, strategisches League of Legends. Toplane-Dive sehr einfach für Damon. 4 Mann gegen einen einzelnen Jax. Zeus hat hier kein Business da zu sein. Er ist direkt hoch, wenn er einen Turm rennt. Und er will das dementsprechend auch nicht tun, bitte, Zeus, ne? Respektiere die 4 Mann Toplane. Damon zerstört gerade Timon auf der Karte. Einfach weil wir halt schlichtweg schlechter traden. Wir kriegen zwar den ersten Kill schlecht für uns, wir verlieren Volkrops gegenüber Drake. Der Gegner sprengt jetzt 5 Platten Toplane weg. Ne, Six absurd stark darin. Dieses Lane-Makro-Game von Six einfach so P, da ziehen wir auch keinen 10th-Pick-Antwort drauf. Der arme Jax, der ihn der am meisten leidet. 5 Platten sind einfach verschwunden, während wir einmal geblinzelt haben. Und wäre das dann Timon nicht eine einzige Botlane bekommen, riesiger Vorteil Damon. Und warum sollten sie aufhören? 2 gegen 4 jetzt Toplane. Langsam kehrt Owner zurück mit Level 6. Ja, und die Hälfte des Turms wird nicht mehr weg sein. Kriegen sie den zweiten einfach vor der 8 Minuten? Das wäre crazy. Jetzt geht man rein, um den Turm zu verteilen. Den Turm ist 800 Gold wert. Der muss leben. Der ist mehr Gold wert als beide Champions hier oben zusammen. Toller Satchel Charge wieder von Amy. Der kennt sich einfach wundervoll. Und das ist ein Kill of Zeus. Ja, aber gerade ein bisschen Verzweiflung auf der Karte bei Timon, beziehungsweise Verzweiflung im Gameplay. Beantworten nichts von dem, was Damon macht. Und Damon hat noch nicht ganz Teleport ready. Guma hat eine einzige Platte bekommen. Damon wird 2 Turrets top kriegen. Das ist crazy, wie viel Damon gerade bekommt. Oh, what? Wer ist gerade geflasht? Ah, nice. Sie kriegt top der Turm nicht ganz. Zeus, der P dafür.
Heißt, sie kriegen einen Kill und fünf Platten Top-Lane getradet für zwei Platten Bots. Insane für Damwon. Richtig, 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 richtig stark. Und dann sehen wir noch was Süble von dem Fight von gerade eben. Mechanisch war es echt ein beautiful Play zu sehen. Na, auch hier, der Anker wird gecancelt von diesem Bramble Smash. Dadurch wird Smallman außerhalb der Reichweite und kann sich sicher an der Wand wegziehen. Er stirbt und daraufhin kriegen wir jetzt nochmal einen Double Knocker von Kerry auf beide AD Carries. Dadurch kann Guma überleben. Und hier hatte ich schon Angst gehabt, dass hier die Bombe, die von Buster Shot auf die Weg drauf geholt wird, noch Guma sie tötet. Weil guckt ab, das war so close, dass die Explosion Guma sie töten würde von Showmaker. Dann wäre es ein Double Kill für ihn geworden. Aber wie gesagt, zuerst sterben ist gut. Du kriegst zuerst den Reset, kriegst Void Grubs. Kriegst dadurch einen kompletten Top-Turm mit Six. T1 hat darauf gar nicht reagiert. CV hat so viel weniger Push als Six. Darüber haben wir vorhin geredet, ne? Warum nicht AD Carries dagegen draften oder sowas, oder warum nicht andere Mages spielen. Kein Charakter in League of Legends verfügt über so viel Wave Clear und über so viel Turret Pressure wie Six. Ja, zum Beispiel Seraphine hat genug Wave Clear, CV auch, aber weit nicht genug Turret Damage. Dann Charaktere wie Jinx, Aphelios mit der richtigen Bewaffnung hätten auf jeden Fall genug Tower Damage, aber viel weniger Wave Clear und so ein Shit. Deswegen Six dominiert halt das gesamte Game, wurde jetzt auf beide Routen halt in der ersten Rotation gepickt und dominiert halt die gesamten Playoffs. Deswegen wird er auch für den Worlds Patch extrem hart genervt. Denn Six Passive macht ja 150% Bonus Damage an Turrets. Und im kommenden Patch auf 14.18 wird das halbiert auf nur 75%. Ein wirklich sehr verdienter Nerf für diesen absolut broken Champions in diesen Lane-Swap-Szenarien, Wave-Clear-Szenarien, Turret-Belagerungs-Szenarien. Er verdient vielleicht sogar noch mehr Nerfs als das, aber kriegt er nicht mehr. Der Worlds Patch ist ja bereits online. Seit gestern in Solo-Queue. Hier noch 14.16, also nicht der Worlds Patch. So, weiter im Text. Damwon Key jetzt hier dabei, Toplane den zweiten Turm zu belagern. Absolut crazy Gameplay von den Boys. Finde ich so sexy von Damwon. Spielt damit auch indirekt für die zweiten Wallcrap-Spawn. Das heißt, sie kriegen auch den nächsten Power-Spike, wenn es um Turret pushen geht. Und sie haben noch 3,5 Minuten Zeit, für Platten zu arbeiten, bevor die überhaupt verklingen. Heißt, Toplane Mitte spielen, bis die Wallcrap spawnen, ist geil. Normalerweise sehen wir oft, dass Six wieder Botlane geht und dann zu Wallcraps hochtippen würde. Gibt ja nicht so viel Sinn, weil der halt gegen den Teleport-CV spielt, die halt seine Stärke halt genau diesen Play halt beantwortet. Die CV lane hier gerade komplett alleine gegen Cassante, also reicht sie gar nichts. Im Gegenteil, sie wird so reingepusht. Cassante kann zuerst rotieren. Aber der Engage hier oben ist geil. Moam ist tot. Das ist crazy guter Catch vor dem Wallcrap-Fight. Jetzt Teleport Toplane. Es geht wirklich primär darum, Six zu entkräften, Leute. Deswegen sehen wir hier diese permanenten Teleports. Permanent. Es geht einfach darum, dass Turrets sich nicht sterben. Es ist einfach Six Stärke. Und Wallcraps kriegen wäre crazy. Guma Use ist Level 9. 2 Level über Aiming. Er hat quasi Solo-Lane betrieben, während Zeus Double-Lane musste. Heißt, das Replay hier ist einfach terrible zu haben, weil das Wichtige ist jetzt mittel in Priorität. Toplane wird CV immer annehmen können, dagegen kann Damwon nicht mehr pushen. CV wandert die ganze Zeit Wave mit Q und W, aber mit dem Prio ist wichtig. Wenn man hier mit dem Prio bekommt, wird er direkt vor Wallcraps spielen müssen. Wenn T1 Wallcraps nicht kriegt, wird Six noch viel mehr nehmen, als was er jetzt schon genommen hat. Und wir verlieren Wallcraps. Heißt, wir sollten sehr damit rechnen, Top-Turm ist jetzt ein Auto-Deck von Six plus W, dann ist Top-Turm tot. Und dann auch noch Midlane, einfach Dash. Dass er ganz gute Matchups gegen die ADCS hat. Ist das so? Ich finde, Jace verliert gegen alle die Carries Midlane. Er wird von Corki und Tristana Gnanus reingepusht, weil beide einfach nicht mit ihm interagieren, sondern mit der Wave. Also Jace ist einfach sehr, sehr kacke darin, gegen sie zu Wave-Clean, weil er einfach weniger Wave-Clean im Early Game hat als die Gegner. Jace kann erst mit seiner EQ-Kombo mit so anderthalb Items nehmen. Zerated Dirk und vielleicht eine Pickaxe oder so Wave-Clean, wo Corki und Tristana schon viel früher reinpushen. Deswegen wird Jace auch nächsten Patch gebufft. Aber die Buffs sind relativ verhalten bei Jace. Ja, oh, warte. Owner ist sehr deep, aber Locket rettet ihn, okay. Jace kriegt nächsten Patch 5% Slow auf seiner Q und 5% Move auf seiner E, also die beiden Buffs sind relativ verhalten. Trotzdem natürlich nice Buffs für Jace, gerade im Kontext dessen, dass die AD Carries allesamt genervt werden. Und er selbst spielt ja all das nicht, was AD Carries spielen. Was AD Carries ja so OP macht, sind all die Items wie Bluetooth da oder auch Field Footwork und so, all das geht Jace halt nicht. Jace spielt ganz anderes Itembild. Heißt, Jace, Yone sind die beiden wahrscheinlichsten AD Midlaner auf dem Worlds Patch. Aber es generell halt abzuwarten, ob wir überhaupt AD Midlaner sehen. Denn wie gesagt, Mages werden gebufft, AD Jungler wurden auch gebufft, das heißt, vielleicht sind wir wieder Mages Mitte und Jungler, die Bruiser sind, wie halt die San Diego, Javan und Co. Wieso hat man Six nicht? Weil man glaubt, eine Antwort zu haben. Die Antwort von Timo letzte Runde hat mir deutlich besser gefallen als diese Runde. Die Antwort letzte Runde war Bart. Der Bart war ziemlich sexy. Counter die Six Ult und die Camille Combo extrem hart, ne? Die beiden ulten rein. Bart countert einfach mit seiner Ult, du bist währenddessen verwundbar. Six wirft die Ult, Bart Ult fliegt schneller, deswegen easy Counter. Jetzt hier der CV-Counter gefällt mir deutlich weniger, aber ja, also der Six-Bann ergibt auch sehr viel Sinn. Sobald Six gebannt wird, haben wir wieder zwei AD Carries wie bei Genji gegen Hanwha vor ein paar Tagen im Finale. Six-Bann ist auch komplett fein, wenn du halt keine Antwort hast. T1 sagt scheinbar, wir haben eine Antwort. 10th Pick CV, ja.
Wir warten ab, ob es noch eine Antwort wird. Also ab nächsten Patch wieder gut. Wieso ab nächsten Patch? Jonas fucking OP. Nur letztes Game gewonnen von Faker und auch in, bei Genji gegen Hanwha war Jon auch sehr, sehr stark. Jon hat 20 Base Damage auf Q höher bekommen. Also Jon ist sehr, 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 sehr strong. Ich würde sagen, aber im World's Patch ist Jon eher genervt, weil Shilpo genervt wurde. Also bin mir nicht sicher, wie stark Jon nächstes Patch ist, aber dieser Patch ist Jon sehr, 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 sehr stark. Was hältst du davon, dass nächsten Split jedes einzelne der MG-Item-Gen-Öft und Tank-Items gebufft werden? Finde ich gut. Fundamental finde ich, Leo Vetch hat zu viel Damage. Ich glaube nicht unbedingt, dass du deswegen die Damage-Items nerven musst. Ich glaube, der beste Weg in League of Legends, das Game wieder cooler zu machen, aus meiner Sicht wäre Gold zu nerven. Es ist einfach schlichtweg zu viel Gold im Game, deswegen kaufst du einfach zu schnell Damage. Aber wenn du mit dem ganzen Gold nicht mehr so viel Damage kaufen kannst, sondern nur noch Tank-Stats, werden Games wieder langsamer werden, was auch tendenziell ganz cool ist. Auch wenn wir einen Tankmeter haben, wäre krass. Wir haben seit Ewigkeiten keine Tankmeter mehr gehabt. Einfach seit der Ära von Divine Sandra. Wann kam Divine Sandra ins Game rein? Ich glaube 2021, ne? Seitdem gibt es keine Tankmeter. Eigentlich mehr. Ja, also ein paar Tanks dürfte man wieder viable sein. Würde ich nichts dagegen haben. Ich bin aber ehrlich mit dir, ich habe mir die Changes vom nächsten Patch noch nicht komplett angeguckt, beziehungsweise vom nächsten Jahr. Denn ich bin erstmal komplett im World's Patch drin. Der World's Patch wird uns jetzt 2,5 Monate begleiten. Ne, quasi von gestern bis zum 2. November wird der 14.18 relevant sein. Und diese ganzen Changes von den Damage-Items werden erst später relevant. Also zumindest für mich, weil Worlds wird halt komplett auf 14.18 stattfinden. Keine Tankmeter, Tanks sind immer broken. Das stimmt nicht. Tanks haben eine sehr schlechte Limit in Solo-Queue auf Top-Lane. Die Charaktere, die Top-Lane dominieren, sind solche Champions wie Yorick, Nasus, Garen, Darius und so. Charaktere wie Sion, Cho'Gath und Co. sind seit Ewigkeiten scheiße. Einfach zu viel prozentualer Schale im Game war oder als Items wie Divine Sandra. Also Tanks sind nicht immer broken, das ist alles andere als wahr. Das ist alles andere als wahr. Also Juggernauts dominieren das Game seit Jahren. Was halt echt langweilig ist, ne? Also ich habe auch in den Reddit-Patchnotes, beziehungsweise den Reddit-Kommentaren unter Patchnotes gelesen, halt, wie viele Leute Garen Nerfs gefordert haben. Garen ist jetzt ja mittlerweile so OP, dass er selbst im Pro-Play in Korea gespielt wird und auch in der LCS gespielt wurde von Bippo und so. Also, sehr viel Top-Lane ist halt einfach super Stat-Check. Du drückst halt Rechtsklick und gewinnst halt. Ist genauso langweilig wie ADK Mittler, die Rechtsklick drücken und gewinnen. Aber so ein Garen, der hat halt entweder genug Damage zu killen oder eben nicht. Da sind Charaktere wie jetzt Zaun, die noch mehr Optionen haben oder mehr Missplayen noch können, viel cooler, in meiner Opinion. Ja, wieder einfach da mal mit einem Win auf der Karte, ne? Kriegen wir das beste Objective. Gerade mit der 6 Draft einfach crazy viel Value darin, Heralds zu kriegen, Turrets wegzusprengen. Top-Turm wird eh bald an 6 fallen mit seinen 6 Goobies und seinem Herald. Das Turm, der Mid-Turm ist das Ziel mit diesem Herald. Wenn du kannst, wirst du den einreißen, sobald es geht. Herald spawnen, wie drücken für diesen Drachen, wäre das Traum-Szenario. Aber es ist noch ein anderes Szenario, in dem du Herald einfach jetzt direkt beschwörst. Quasi die Philosophie ist, entweder du beschwörst Herald für den Drachen selbst, um dann Pressure zu haben mit dem temporären sechsten Teammate, oder du schwörst Turret früher und holst das Gold des Turrets für ein weiteres Item und darüber dann Druck zu haben für den Drake. Auf jeden Fall wird der dritte Drake unser erster Teamfight werden, bis dahin scalen beide Seiten. Der einzige, wie Guma und die Boys es fighten könnten, dass Midturm fällt, aber Harold ist halt wirklich, wenn sie die Wave ganz oben annehmen. Das ist Guma User aber gerade aktuell nicht vergönnt, also ja. Vier Mann Midlane, fünf Mann Midlane gleich, Harold gespawnt. Der Turm ist probably dead. Right? Nein, Harold wurde nicht gespawnt, ich trolle. Luz hat sich dagegen entschieden. Er geht doch Sinn, sollte er wenn auf der Cannon Wave machen, aber das fühlt sich jetzt scheiße an für Showmaker. Er hat Faker Priorität Toplane gegeben und ist dafür mit rein rotiert, das heißt Faker kann jetzt oben die Wave durchpushen, hat sehr viel Freizeit. Also ist T1 am Zug, ne, ihr seht, sobald Faker Toplane Priorität hat und Showmaker sich auf der Wave zeigen muss, kann man die ganzen Wards wieder clean für T1. Das ist geil, weil ein Damokir sich erstmal zurückziehen muss und wir wieder ne, die Vision Line verteidigen, dann wieder der Herald Play verzögert sich und immer weiter nach hinten. All das ist nice. Torgen fühlt sich illegal an, 6 Tristana am Team zu haben und trotzdem eine 6 Volcraft zu bekommen, da muss doch T1 vollen Fokus drauf ziehen, oder? Ja, aber das Ding ist ja mit Tristana und 6, die kriegen ja deswegen, sind deswegen so stark mit Volcrafts auch unter anderem, weil sie die immer bekommen. Tristana ist einer der stärksten Midlaner, wenn es zur Priorität geht und 6 ist der beste Botlaner bei weitem. Heißt natürlich, T1 sollte da mehr Priorität drauf legen, aber konnten sie ja nicht. Sie haben legit den Botlane-Fight gewonnen. Das habe ich ja im Game mehrmals betont. Dadurch, dass T1 den Botlane-Fight gewonnen hat und zuerst die Kills bekommen hat, haben sie den Fight insgesamt verloren, weil sie dadurch später spawnen, später auf der Karte sind. Wer zuerst stirbt, gewinnt.
Und teilweise auch, wenn du stirbst, gewinnst du auch. Weil wenn du stirbst und der Gegner muss langsam Base gehen und dann noch auf HP und Mana in der Base warten, dann hast du ein Problem. Deswegen haben ja viele Leute in der Community darüber geredet, ist es nicht vielleicht an der Zeit, die Fountain zu buffen? Wenn du recallst, kriegst du schneller Leben und Mana zurück, damit du halt einfach diese Deaths ausgleichen kannst. Und wenn du stirbst, respawnst mit vollem Mana, vollem Leben, musst es nicht recallen und kriegst Homeguard aus der Base raus. Das ist das, was Hillisang jeden Pet, darüber haben viele in der LEC auch gesprochen. Sterben ist gut für Tempo. Du bist schlichtweg schneller auf der Karte als der Gegner. Der Gegner muss langsam B drücken, dauert 8 Sekunden. Das ist länger als so mancher Early Game Death Timer. Dann hast du keinen Homeguard, wenn du gebased bist. Und du musst noch in der Base warten, bis dein Mana voll ist. Mana regeneriert sich in der Fountain langsamer als Leben. Deswegen, wenn du zuerst Kills kriegst, ist scheiße. Das hat Damon halt ausgenutzt, dieses Game. Gutes Wagen von Damon. Haben direkt jetzt in der World Cups bekommen, dann Top-Turm weggesprengt. Das hätte die Mon veralten müssen. Aber sobald sie Top-Turm T1 verlieren und beinahe T2 waren, auf World Cups spawnen, Nummer 2 schwer zu machen. Trotzdem ein riesiges Kompliment an T1, nur 500 Gold behind zu sein. Absolut crazy, dass das geklappt hat. Vor allem auch, dass Top-Turm T2 noch steht und Mitte T1 noch steht. Der wurde gerade eben geheraldet. Fairerweise der Turm 1 HP an 6, also ein Autodeck plus W reicht, dass der Turm tot ist. Trotzdem hat T1 sehr gut gegengehalten. Aber ja, Damon hier mit einem riesigen Vorteil. Und das sieht man gerade. Sie gehen den Turm an, sie haben Prio Mitte, sie haben Prio Top-Lane, sie haben Prio Bot-Lane, sie spielen für Drachen. T1 muss gerade hier einfach warten, dass CB Wave-Clit und das Corki ausgeht. Also klarer Vorteil für Damon, keine Frage. Aber bisher macht er damit nicht crazy viel oder so, ne? In eine Toxic Profile, danke an Rushy Power. Vielen Dank für eure Subs. Willkommen. Dankeschön. T1 hat die Absicht, die sterben können auf Botlane. Ja, auf jeden Fall. Also, Supports, die absichtlich oder auch viel sterben, ist gut fürs Game. Im Early Game. Ist nicht schlecht. Viel zu sterben als Supports. So, auf Nautilus, Alistar, just die. Sei auf der Karte. Das macht G2 zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Bei jedem einzelnen Dive, da hast du manchmal das Gefühl, Mickey will fast am Turm sterben, um wegzuroamen. Weil G2 macht ganz oft, wenn sie gemassplittet haben oder wenn sie Botlane dive oder so, Mickey dive Botlane, er tankt den Turm, sie kriegen einen Kill, Mickey stirbt, die ganze Wave wird denied, G2 tradet 1-2-1, aber die denied die ganze World Wave und dann respawnt Mickey und rennt Toplane und covert Broken Blade. Was G2 hat, vor allem haben sie vor allem im Frühling sehr viel gemacht. Was stark ist, das ist gut, das ist ein guter Play. So, Damon Key hatte gerade den Midlane-Turm gevalued über den Drachen, was ich nur deswegen erklären kann, oh, schöne Combo. Ob Blue City stirbt, ist eine andere Frage. Man schaut nochmal rein mit. Oh na, der ultet jetzt sehr. Okay, das ist super overkill. Jetzt sind wir sehr, sehr, sehr gesplittet voneinander. Gumuise Flash gegen Cassandra davon. Ohne ist auf jeden Fall tot. Das ist gar keine Frage mehr. Hoffentlich kann Cassandra auch noch sterben. Die Antwort ist ja. Ohne splittet davon an Schomelka, aber der Kill wird erfolgen. Die Frage ist nur wann. Die Antwort ist jetzt. Schomelka kriegt also wieder den ersten Reset auf seiner Bombe. Aber trotzdem fetter Win für uns in dem Fight. Auch wenn Zeus noch sterben sollte, wonach es nicht aussieht. Zeus sidestep stark, aber jetzt, ja, am Ende wird er sterben, right? What the fuck ist das Teamfight, Boys? Combo wird geflasht von Showmaker. Faker geht rein. Triple Kill für Showmaker. Aber Faker lebt noch. Faker hittet durch. Bombe fliegt daneben, aber der Kill ist trotzdem da. Jetzt Yakuma Yuzi noch Mohan. Mohan schreibt auch noch. Was für ein seltsamer Fight. Am Ende Even Trade. 3 für 3. Drache für uns. Mid-Hurl für Damwon. What the fuck is happening, Bro? Da kann ich, da muss ich dreimal das Replay angucken, um wirklich zu verstehen, was sich zugetragen hat. Also, allein der Fakt, dass Damon nicht Drachen gemacht hat, obwohl sie 3 Lanes Brühe hatten, komplett Roll von Damon, I think, dass wir den Drachen nicht starten dürfen, während Six noch Mitte pusht. Dann hier, der Play von Kyria, eigentlich ist hier zu Ende, Loose und Flash, das war's. Dann Flash und auch rüber, wird aber geankert und wir können es nicht sehen, weil wir einen Replay in Mitte haben. Faker ist hier tot. Aber er will noch jemanden traden, schade. Er wurde antippet von Aiming, damit Faker scheinbar nicht gerechnet, während wir Replay waren. Hat Damon einen ihrer 4 Teleports benutzt und Faker damit getötet. Ärgerlich, er war ein Bounty, aber er hat einen Turm bekommen, at least. Faker in dem Game auf jeden Fall sehr mächtig mit 2,5 Items. Der mächtigste Mann gerade im Game. Jetzt kann Guma gleich ziehen. Guma gerade gebased, hat Finnage gekauft. Jetzt ist Guma ebenfalls extrem mächtig. Ja, nochmal das Replay, danke. So, ohne sollte ich glaube ich niemals rüberflashen. Einfach weil auch niemand darauf folgen kann auf dem Play. Das ist einfach so ein wildes Szenario, dass Kingen ja auch nicht ult durchkriegt. Ich hätte gedacht, Kingen würde einfach ulten wollen, aber er stirbt, bevor ulten kann. Heißt, beide Tanks so in der jeweiligen Frontline, Backline des Gegners durch. Eine Owner und auch Kyria waren 4 Mann drin, währenddessen King in den 3 Mann drin. Und dann sterben die beiden Tanks, Zeus jumpt rein, Lucid stimmt nicht ganz und... Ja, wie lange Zeus lebt, ist echt geil, schaltet noch die Bombe dort, dann muss er die Ult tanken, um zu sterben. Und Faker in dem Fight echt nochmal 4 Damage am Ende. Auch richtig wichtig, dass Gumo noch einen Kill holen konnte gegen zumindest Moham, wenn auch nicht gegen Lucid. Absoluter Fistfight, absolute Fiesta, muss man auch hervorheben, aber wirklich sehr, sehr Fiesta. Die wollen halt einfach Drachen nehmen sollen und disengagen, das war's. Mit der TP von Faker, mit der TP von Aiming. Dann jump Faker rein und wird einfach getötet. Ja, Faker trollt. Ja, also mit der TP ist fein, Tonem ist fein. Aber er hat scheinbar komplett den Death-Timer von Cassandra suspected. Faker hat scheinbar nicht ganz bedacht, dass Cassandra da sein kann. Einzige, wie ich es mir erklären kann, halt, dass er dachte, dass es 2 gegen 2 mit Guma Uzi.
gemeinsam gegen Elmig und Morm gewinnt, verhält natürlich mit Guma den Fight, aber ist halt 3 gegen 2. Cassandra schon respawned, der war als erstes tot, also als erstes da. Standard-Play in League of Legends, of course. Das hat ziemlich Grief von Fakerinski. There is not a defensive item in sight. He has gone Leandre second as well, which is just more damage than Horizon Focus. Warum wird der Name von den Spielern in Koreanisch angezeigt, wenn Alistair Knockup macht? Ist das ein Bug, XD? Nee, das ist wie im englischen Client auch oder im deutschen Client. Da steht einfach Knockup halt auf Koreanisch, nicht der Name der Spieler. Auch wenn du B drückst oder so, steht ja auf Englisch dann Channeling zum Beispiel drüber. Dann würde halt auf Koreanisch Channeling dastehen. Die Namen sind immer auf Englisch gezeigt. Aber halt die Statuseffekte wie halt Stunt, Knocked Up, was auch immer, auf Koreanisch. Ey, nein, die Juice Bow, vielen Dank für den Zappen, willkommen. Danke dir. Lieblingsclip. Der eine für den Elfen. Klicke ich auf den Clip drauf oder habe ich Angst davor? Gute Games. Gute Stimmung. Danke dir, Döner mit Z. Der Hall in der alten Wohnung war das krank. So hart geheilt. The fuck is this shit? Och, warum subscribt ihr mit so einem Clip? Ich kann das nicht, Chat. Bester Streamer. Oh. Danke dir. Na, Grüße gehen raus. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie alt ist der Clip? 3 Jahre? Da bin ich gerade frisch in meine Spandauer Wohnung gezogen, also 2021 Frühling. Sah zumindest mein Hintergrund sah danach aus, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch keine Möbel, deswegen hat es hart geheilt, bis ich mir 2 Teppiche gekauft habe, damit es nicht so heilt. So, das alte Wohnung O7. Ja, die Wohnung ist jetzt, die wurde gut durchgereicht. Da hat schon immer jeder drin gewohnt. Sola, dann Tolkien, jetzt Solas Managerin. Das wird immer weitergegeben, die Wohnung in Spandau. Unter der E-Sports-Bubble. So, Tivoni wieder mit dem klassischen Nash-Play. Aber diesmal ohne Priorität vorher bekommen zu haben. Ne? Davon haben wir Bots-Prio geholt und dann Nash gestartet in Game 1. Jetzt hier ist immer noch Zeus auf Botwave drauf. Also eigentlich sollten wir niemals fighten. Wir sollten immer disengagen. Gute Stimmung. Aber wir flanken TPen hier auf Showmaker vielleicht drauf. Zeus wartet auf Zugang. Mikaels extrem früh gezündet. Was war das gerade? Sehr harter Panik von Lucid. Mikaels an seinen Mitländer zu geben. Freaky gegen Moam nicht wirklich, denn wir haben weder mit Priorität noch wirklich gutes Nash-Szenario. Moam lebt auch gleich wieder. Trotzdem müssen wir jetzt gleich in Nash starten. Also, es ist nicht unbedingt geil, I think. I don't like this. Keine Maroka-Ult, kein Alistair-Ult, keine Sivu-Ult. Wir sollten turnen. Aber wir müssen halt über das Forster Moro gleich respawnen in 5 Sekunden. Also, es ist sehr schwer zu spielen. Kiri hier im Flank drin. Faker mit bisher meisten Poke, den er antreffen durfte. Zeus bereits Dirk's Gage verloren. Jetzt kriegt jedes Mal Damon Kiri den Drachen for free. Ich glaube, den Kill auf Maokai, auf Sorry, auf Alistair, meine Güte, auf Nautilus mitnehmen und rausgehen ist fein. Aber jetzt haben wir gerade den Drachen verloren, leider. Das gefällt mir gar nicht. Damon geht sogar für den Midturm durch. Wer bleibt Damon? Aber wir haben Double Teleport. Wir sollten Midturm nicht verlieren. Oder? Kein Guma hier nicht Mitte, der Pen. Ja, das respektiert Damon auch. Die Teleports, sie hätten auf jeden Fall sonst Mitte durchgezogen. 6 Volkjobs, ein Outtrack von 6 Tristana plus W. Turm ist tot. Aber ja, wenn er hat den Drachen. Als wir kriegen den Kill, ist wieder schlecht für uns. Aber diesmal, wenn unser Tempo benutzt, um Nash zu starten, konnten Nash niemals durchziehen. Und jetzt hier, ja, back to Nash. Teleport auf Top Wave von Guma Yuzi? Aber warum? Wir wollten auch Nash starten. Ja, I don't like what we are doing. Das ergibt nicht wirklich viel Sinn in meinen Augen. Jetzt hätten wir sowohl Midland-Priorität als auch den Drachen. Die Frage ist, ob Damon diesen Nash fighten kann. Die haben das eigentlich jedes Mal. Ja, wir haben Owner Ult immer wieder ab. Also wir können jetzt zonen. Cassante kann aber die Ult blocken. Und das sollte jetzt Maokai werden, das ist für Nash geil. Damon back-to-back in beiden Games zu spielen beim Nash. Timon macht ihren Standard-Play, den wir immer machen. Timon rund um Nash, eins der gefährlichsten Teams aller Zeiten. Jetzt hier schöner Teamfight. Die Frage ist, ob Timon noch zurückkehren kann. Sie kann nicht wirklich gerade hitten. King ist einfach Dash. Runtergechased. Gumo, sie lebt doch für mein. Oh, beinahe schon weggetradet. Der Schild ist aber vielleicht an Maokai. Einen Spiel. Der Zeppling ist drauf, aber das Schild ist einfach ready für die Sekunde. Triple Kill am Ende für Zeus. Das ist so geil an Timon. Das war auch der Grund, warum wir 5 Games geschafft haben zu spielen gegen Genji im Frühling. Denn wir sind eigentlich jedes Game im Early Game irgendwie behind. Aber kein Team der Welt ist gefährlicher rund um Nash als T1. Deswegen hat, glaube ich, Carol war es, T1 das gefährlichste Comeback-Team genannt.
der Welt. Weil sie einfach jeden Nash benutzen als Steigbügel, zurück, um ins Game zurückzukehren. Ja, und dieser Flank-TP hier, geil. Wenn es darum geht, Nautas zu killen, wäre sexy. Aber dann ist jedes Mal der Player eigentlich eher Drake als Nash, weil Nash kann nicht durchziehen. Dann musste man Nash canceln. Und jetzt hier, das ist ja eine Minute, 2 Minuten später, ne? Dass hier mit Triple Teleport wieder vorbereitet worden. Nash wird durchgezogen, Mauka und gezoned. Wir haben auch lange genug auf Mauka und warten können. Ja, bei dem Nash wieder vorgefasst haben, konnten wir nicht durchziehen, weil Mauka keine Ult hatte, bla bla bla. Damon ist erneut nicht in Position, nicht ready. Wenn Gestalt da vor Ivan steht, kann er die Ult blocken und einfach durchlaufen mit seinem Pathmaker. Dann kriegen sie trotzdem noch Nash vielleicht contested. Aber so Damon unterlegen. Verlieren Leute den Nash und damit kann Tion stabilisieren. Jetzt in Game 1 haben wir mit diesem Nash das Early Game neutralisiert und waren even in Gold. Das ist in Game 2 eigentlich genau das gleiche. Also beide haben 50.000, ne, plus minus ein bisschen. Warum ist passiert? Fuck. Anyway, und letzte Runde hatten wir einfach sehr wenig Reichweite. Wir hatten nur Miss Fortune, um Turrets zu belagern. Jetzt mit Corki noch um einiges mehr. Auch Maokai Ult kann sehr gut zonen. All das ist geil. Und ja, es dementsprechend sollte hoffentlich mehr fallen als gar nichts. Letzte Runde haben wir nicht einen einzigen Turm bekommen, als wir diesen ersten Nash bekommen haben. Und jetzt ist das gleiche Szenario, ne? Alle in der Turrets leben noch, Top, Mitte und Bot. Hoffentlich kriegen wir diese Runde mehr. Six und Tristana haben aber sehr guten Wave Clear. Trotzdem gegen Nash kein leichtes Unterfangen. Und jetzt hier seht ihr auch, der Siege Minion belagert diesen Turret. Jeder einzelne Schuss erfolgt als Ziel auf dem Turm drauf. Schöner Damage auch gegen Owner, der zündet Locket, darf deswegen kurzzeitig leben, aber er ist tot am Ende. Immerhin kriegen wir Midlane-Turm, aber traden dafür Owner. Toll proaktiv verteidigt von Damon. Zeus kriegt immer in Mitte Druck durch, aber das war's noch. Doch, kann jetzt Zeus nach der Wave reinrotieren und Botlane diven? Wir sind halt 4 gegen 5 wieder, also gehen wir Base. Scheiße. Ja, wieder ein sehr schlechter Nash eigentlich, ne? Halt ein Stabilisierungs-Nash. Also nicht sehr schlecht, weil Nash von der Karte runter ist, auch der Nash selbst für die XP und Gold wert ist. Aber in rein Turrets haben wir sehr wenig verwertet. Ein Turm bekommen, getradet für Maokai. Das willst du von Nash nicht sehen. Du willst mit Nash eigentlich immer alles for free bekommen, ohne fighten zu müssen, weil du die Wave hochbuffen kannst. Aber im Schutz der Büsche kann Moram seinen Hextech-Slash vorbereiten und dann auf Owner raufqueuen. Die Dredgestein erfolgt, tötet den Maokai und damit also der Turmmitte getradet für Maokai. Sehr gut von Damon. Nash proaktiv zu fighten, immer besser als passiv, weil sonst der Gegner einfach nur die Wave buffen muss und dann gewinnst du automatisch, ohne selbst irgendwas machen zu müssen. Jetzt hier hat Damon was machen müssen, das haben sie geschafft. Kriegen den Kill. No bad. Damit Nash abgelaufen, das war's. Jax Seekers Arm gerade normal im Pro-Play. Yep. Jax hat nach seinem Rework sehr viele AP-Scalings bekommen. Davor hat er auch AP-Scalings gehabt. Aber besonders zu Synergie Jax extrem gut. 3 von 4 Spells, Gain haben Magic Damage, nur die Q. Und so, also es ist halt einfach geiler Spell. Er ist ein geiles Item zu haben für all seine Spells. Die Idee ist auch einfach simpel, du kannst halt einmal E'en, dann nimmst du der Zeit kein Damage, dann Sonyast du, dann ist deine E wieder ab und du hast quasi einfach 6 bis 7 Sekunden, wo du einfach nicht sterben kannst, kaum Damage nimmst. Jax, super guter Champion, wenn es darum geht, Gegner zu neutralisieren. Und das gilt nicht nur gegen Auto-Attacker. Es gilt auch darüber hinaus gegen AOE-Fähigkeiten. Nur Point-Click ist wirklich geil gegen Jax, also sowas wie zum Beispiel Vladimir Q oder sowas. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen, aber wenn Jax E drückt, nimmt er ebenfalls 25% weniger Schaden von AOE-Fähigkeiten. Also sowas wie, keine Ahnung, Corki Q. Wenn Jax E drückt, würde er davon halt ein Viertel weniger Schaden nehmen. Das gilt auch für Orianna Q, Orianna Shockwave, all solche Spells in Teamfights. Heißt, je mehr Jax Counter-Strike durchbekommt, desto besser gegen Auto-Attacker und auch gegen Nicht-Auto-Attacker. Main thing is going to be his positioning. There is a lot of threats on T1 that can lock him down. Owner, Carrier, Zeus can even threaten to just straight up murder. So, Drake Force erneut mit gutem Setup. Wir gucken auf die Maokai Ult primär, der sehr weniger Kills ins Game erfolgt. Maokai Ult kommt erneut durch, also kein Drake-Stil möglich. Zeus flankt hier erneut, aber er ist relativ gechunkt, schon half HP. Counter-Strike 1 aktiviert, Zeus aber jetzt hier gleich tot. Sturk's Gage kommt noch. Und Sonyas während des Strikes Gage hat, das ist nicht so geil. Trotzdem, ihr seht, er kann nicht sterben im Moment. Flash hier da vorne, er hat den nächsten Counter-Strike ready. Kingin ultet auf Kyria rauf. Kyria muss rennen, ihn zu opfern wäre aber nicht schlimm. Flash raus, schöner nochmal Lockup hier. Auch direkt darauf kommt Kingin. Kingin aber gegen den nächsten Counter-Strike Nummer 2 stirbt er. Jetzt geht Kyria rein, dreimal Knockup von Pulverize Alistar. Trotzdem stirbt er am Ende. Disengage, okay, Faker lastet den Grub und stirbt vielleicht dafür. Er hat noch Flash und er steht einfach da und hittet den Gegner. Sehr, sehr von Faker den Grub mitnehmen zu müssen. Aber, oh, kein Counter-Strike, was? Tötet Showmaker, das darf er nicht. Wow, Showmaker. Er tötet auch den Turm nebenbei.
Wait, das ist over, das Game, oder? Die können enden. Der Botwave, und Six mit 6 Voidcrabs. Der Stunner mit 6 Voidcrabs. Showmaker hat Recorder PM-Schützenfall. T1 stirbt hier gerade für einen Grom-Fight am Ende. Und dann nach Kerias reinjumpen, kannst du einfach rausgehen, aber jetzt ist vielleicht das Game zu Ende. Owner noch kein Ult hab. 4 gegen 1, der eine ist ein Tank und ein Wave-Clear. I think it's just over, Chat. Kerian 5. Erst in 30 wieder Faker und Guma. Das ist zu lang, das wird niemals reichen gegen 6 Voidcrabs. Owner opfert hier sein Leben. Und bietet sich für die Wave an. Jetzt geht aber noch Kira rein. Owner ist tot. Auch Kira opfert sich. Teleport erfolgt aber von Kingen. Und das ist Game. It's just over. Damwon gleicht aus. 1-1. Eine super seltsame Art und Weise, Game 2 zu verlieren von T1. Sehr random. Und well played, Damwon. Also Mountain Drake mitnehmen, einfach disengagen. Und das ist geil für T1. Sie kriegen Soul Point, sie können Finesse spielen, aber wir sterben bei einem random Grom-Fight und das Game ist sofort zu Ende. Courtesy von Six Tristana und ihren 6 Voidcrabs, dieses Early Game, dass das gesamte von Damwon gewonnen wurde auch. Sie haben auch im Early Game für Gold gemacht und Water Jackets geholt, beide Voidcrabs und den Herald, bla bla bla. Trotzdem sehr random, dass wir das Game so verlieren. Sehr, 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 sehr random.